kriegst du mich in Matsch geblasen, ihr Grillvater. Aber es ist lieb gemeint, nicht böse gemeint. Schönen guten Morgen. Wir freuen uns, dass ihr zahlreich hier in Greifswald auf dem Wochenmarkt gekommen seid. Ich möchte mich recht herzlich danken auch bei dem Verfahrenchor Schwarz-Weiß, die von Düsseldorf hier angereist sind. Und jetzt übergebe ich das an unseren Bezirksbürgermeister, Herr Vogler, weiter. Wenn der Meister steht, geht einem das Herz auf. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund der einmaligen Kulisse. Der Herr Stenzel hat gerade dargestellt, vor einem Jahr haben wir den Grillvater Wochenmarkt am Samstag, das war der 29. März, eröffnet. Es wurde begeistert dann angenommen und es gab dann einige Probleme. Der Herr Stenzel hat gesagt, die Achterbahn. Aber das Zusammengehörigkeitsgefühl hier in Grillvater ist ausgeprägt und deswegen lassen wir uns diesen Wochenmarkt jetzt auch nicht mehr nehmen. Man kann also erkennen, es ist einiges los. Da es immer in Grillvater positiv alles ausgestaltet wird, haben wir auch politische Prominenz unter uns. Ich darf auf der einen Seite den Landtagsabgeordneten, den Herrn Neumann von der SPD, begrüßen. Grüß dich! Ich freue mich, auf dem Marktplatz in Solingen-Grillfrath zu sein. Der ja auch immer fleißig als Grillfrater hier einkommt. Und auch den UB-Kandidaten der SPD, Tim Kurzbach. Recht herzlich willkommen. Also bei wunderbarem Wetter haben wir hier in Grillfrath großartig eingekauft. Schön, dass es jetzt ein Jahr den Grillfrather mal gibt. Möge noch lange, lange Jahre bleiben. Denn Märkte haben in unserer Stadt eine riesige Tradition. So, jetzt sind wir selbstbewusst zulig. Schönen Vormittag, kaufen Sie fleißig ein. Produkte, die frisch sind, kauft also. Nämlich das Einkaufen ist auch gesund. Schönen Dank für die Aufmerksamkeit. Aufgewachsen, aber teilweise Kindergarten gegangen in Grillfrath. Ich habe also eine Grillfrather Vergangenheit. Deswegen bin ich heute gerne hier. In der Stadt liegt mir genauso am Herzen wie jeder andere. Und nicht wie viel. Oh ja. Kann ich das durch?
das für ein tolles Rot, wunderte sich Sabine. Und schon landete sie mitten auf einer riesigen Klatschmohnblüte. Hallo du, begrüßte sie der Klatschmohn. Nett, dass du vorbeikommst. Wer bist du denn? Ich bin eine Hummel und heiße Sabine, stellte sich Sabine höflich vor. Ich wohne noch nicht lange hier. Was für einen schönen Namen du hast, staunte der Mohn. Ich heiße Monika. Das gefällt mir. Hol mir ein liebes Hummel, wo alles erhielt so gut. Hol mir ein Remschütt, nicht in Essen, sieht der Bi. Auch nicht in Hessen oder wie in Barcelona, Berchtesgaden und Verona. Nicht am Sonnenstrang von Nizza, nicht in Rom mit lecker Pizza, ob Hawaii mit Hula Hula, in Dubai, du beim Abdullah. Niedemolz in der Toskana, Tritreal, Copacabana. Nirgends ist man so wohlig, bitte heim im schönen Sohn. Und alles war wieder gut. Nee, der schrötzte Schliegefänger, den et Jof im Sohlich hielt, wat nen Undot, Kinger, Kinger, wo er doch wo sind Schmitze bin. Enz im Grewort, für der Trappen. Ungen, Stunk vom Pi die Öl. Oven, Hu mit Bunk der Kappen. Stumm die Jung und Schrauerin. Wat? Zu spitzten Büsten Uhren. King, ich kann dich nicht verstunnen. Wild, hier winken von der Muren. Wat? Ich will rupp ins Jon. Schritt im Schritt, so kom je kropen, stumm dann bei der Kirke stumm. Kümden, was bist du am Ropen? Nu, da dich hier rumkomm. Und alles, alles, und alles war wieder gut. Und keinem redet mehr, eins essen, kommen, schreien, und dann sein. Atemlos durch wieder, spür was Liebe mit uns macht. Atemlos schwinge frei, großes Kino für uns zwei. Wir sind heute in tausend Glücksgefühle, alles was ich bin, teile ich mit dir. Wir sind unzertrennlich, irgendwie unsterblich. Komm, nimm meine Hand und geh mit mir. Das nächste, was jetzt gemacht wird, das ist ein Gutschein vom Kaffeehaus. Ein Essensgutschein. Bitte kommt hier hin und dreht dann nach Glückratz. Und dann wollen wir hoffen, dass er jetzt weggeht. Hau raus! Das können wir gut gebrauchen. Und Kaffeehaus. Nicht wahr sein. Also der nächste nochmal kommt ja ins Glückrad. Junge Frau, kommen Sie mal hier durch. Auch eine sehr liebe Kundin, die auch schon so lange hier hinkommt. Unseren kleinen Schmitzepi.
wo der schrötzte Schliegefänger, den et Jof im Solich hie. Nee, was macht denn die für ein Dinger? Ach doch, ihr sollt zahlreich weiterkommen.